Wir hatten ja in den letzten Tagen schon häufiger auf Videos reagiert vom österreichischen Bundesheer beispielsweise, wo analysiert wurde, dass die Ukraine komplett gescheitert ist mit ihrer Sommeroffensive und dass sie diesen Krieg wahrscheinlich verlieren wird und bestenfalls noch einen Kompromissfrieden wird aushandeln können. Nun ja, schauen wir uns in diesem Kontext also mal eine Maischberger-Sendung von vor über einem Jahr an, wo Oskar Lafontaine und Norbert Röttgen darüber debattiert haben, wie man am besten im Ukraine-Krieg verfahren sollte. Tja, was würde jemandem passieren, der das heute in einer Talkshow sagt? Oskar Lafontaine ist hier. Mal schauen, was passiert, wenn Sie es sagen. Herzlich willkommen, Herr Lafontaine. Und es ist Norbert Röttgen hier, außenpolitischer Experte der CDU. Schön, dass Sie da sind. Sorry, Michael Jordan, jetzt hatte ich dich vergessen. Ich meine dich nachher noch. Ja, sagen Sie es, wir müssen die Russen lieben, Herr Lafontaine. Ja, wenn man sich zu den Werten bekennt, von denen wir immer sprechen, dann ist das ja eine pure Selbstverständlichkeit. Dann können wir nicht irgendwelche Leute ausgrenzen und sagen, die lieben wir nicht. Ist ja völlig irre, dass das überhaupt diskutiert wird. Ich bedauere auch sehr, ich habe das auch dort zum Ausdruck gebracht, dass jetzt russische Künstler ausgeladen werden oder so. Wir können doch nicht Frieden auf der Welt finden, indem wir immer ausgrenzen und abgrenzen. Und wir wissen doch auch, dass dort gerade jetzt in der Ukraine viele junge Russen sterben, die gar nicht wissen, was sie eigentlich da sollten am Anfang. Die wurden da einfach in diesen Krieg geschickt. Das ist doch alles grausam. Und dann dürfen wir nicht Gorbatschow vergessen und die deutsche Einheit. Und dann Also dürfen wir die manche Kultur Russen nicht lieben. vergessen. Also Dostojewski und Tolstoi. Ich liebe Dostojewski und Tolstoi. Ich liebe die russische Musik. Das ist doch alles irre, dass anders diskutiert wird. Ja. Warum betont Lafontaine das zu dieser Zeit nun? Weil Anfang 2022 im Frühjahr eine wirklich üble Kriegshetze gefahren wurde. Okay, die wird immer noch gefahren, aber damals haben sich ja Leute wie Florence Gaub in Talkshows gesetzt und gesagt, dass Russen ja kulturell kein Europäer seien und ein anderes Verhältnis zu Tod und zu Gewalt hätten. Also auf diesem Niveau bewegte sich damals die Debatte, deswegen betont hier Lafontaine nochmal diese Selbstverständlichkeiten. Ja, aber wir reden gerade nicht von der Nächsten und auch nicht von der Feindesliebe, auch nicht die CDU, obwohl sie das C im Namen hat. Kann man sagen für den Stand heute, Herr Röttgen, dass diese pazifistische Grundströmung, die ja Deutschland nach dem Krieg sehr lange getragen hat, dass die im Moment mal zu einem Ende gekommen ist? Also jetzt muss ich wirklich ganz grundlegend widersprechen. Die christliche Menschenliebe, die jeden Menschen umschließt, auch den Gegner, den militärischen Gegner, den Feind, und zwar als Mensch, nicht ob er auch nicht nur den guten Literaten oder den Schriftsteller oder den Komponisten, sondern jeden Menschen als Mensch. Das ist die christliche Moral, die ihr Recht heute hat und auch ausgesprochen werden sollte. Und darum würde ich niemals sagen, die Russen, der Russe ist ein Feind. Aber Pazifismus als eine politische Haltung ist etwas völlig anderes. Und das darf nicht verwechselt werden. Okay. Auch das kann eine individuelle Haltung sein, die man möglicherweise aus der Feindesliebe, der Menschenliebe ableitet, dass man individuell nicht bereit ist, selbst sich gegen Gewalt zu wehren. Aber als Staat ist es eine unmögliche Haltung, weil der Staat nicht das Recht hat, seine Bürger im Stich zu lassen, ihre Freiheit preiszugeben. Lafontaine hat sich hier gerade gar nicht für Pazifismus ausgesprochen. Er hat nur, ja, eigentlich Selbstverständlichkeiten betont. Zu geben, ihr Recht preiszugeben. Also hier argumentiert Röttgen gegen einen Strohmann, was Anfang des Ukraine-Krieges sehr häufig gemacht wurde, was mittlerweile immer schwieriger ist, da der Weg zu Verhandlungen ganz klar vorgezeichnet ist und da mittlerweile auch, ja, ich würde behaupten, größere Teile der Bevölkerung als noch kurz nach Kriegsbeginn, wo sie so emotionalisiert waren, mittlerweile rational auf das ganze Geschehen schauen und sehen, dass der Westen und dass die ukrainische Regierung eben keinen Frieden wollen. Und darum ist, glaube ich, der Pazifismus auch widerlegt. Er ist als ich respektiere ihn, als individuelle moralische Haltung, aber als Politik. Affektierter Affe fragt aber Putin, Russland hat folgende Friedensbedingungen jetzt formuliert, also 2022 sah es noch anders aus, da kommen wir, glaube ich, gleich zu, hat folgende Friedensbedingungen jetzt formuliert. Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung und Anerkennung der territorialen Realität. Also 2022 hätten nur die ersten drei Bedingungen, also Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung gereicht. Das ist, wie gesagt, die russische Haltung, die hat sich verschärft. Die hat sich dadurch verschärft, dass der Krieg immer weitergegangen ist. Halte ich ihn für widerlegt. Und diese Debatte muss man dann in der Ukraine führen. Was wäre passiert, also Michael Jordan schreibt es gerade im Chat, was wäre passiert, wenn ja, Länder in Lateinamerika oder ja, wenn Länder in Amerika ein Bündnis mit der Sowjetunion gesucht hätten? Ja,
Die USA hätten alles versucht, um die sowjetischen Atomraketen aus diesen Ländern herauszubekommen. Sie hätten dort es mit Putsch versucht, sie hätten dort Terroranschläge gemacht, sie hätten dort Militärinvasionen gestartet. Und wenn schließlich sowjetische Atomwaffen dort gestanden hätten, dann hätten die USA eine Blockade über dieses Land verhängt und mit Atomkrieg gedroht, solange wie diese Waffen dort nicht abgezogen sind. Woher wissen wir das alles? Einer schreibt es schon im Chat, genau. Weil genau das in Kuba gemacht wurde. Die USA haben da ja einen Wirtschaftskrieg ziemlich schnell nach Fidel Castros Untergreifung gegen Kuba begonnen. Dann hat sich Kuba immer enger mit der Sowjetunion verbündet. Die USA sind immer aggressiver geworden. Sie haben Terroranschläge gegen die kubanische Regierung vorbereitet. Es gab wirklich schlimme Operationen in Operation Northwoods. Da hatte man beispielsweise intern geplant, ein Flugzeug zu entführen. Ein amerikanisches Flugzeug, das dann abzuschießen und den Tod von all diesen Zivilisten dann Kuba in die Schuhe zu schieben. Das hat man dann auf Intervention von Kennedy nicht durchgeführt, aber das war die Planung innerhalb der amerikanischen Administration. Was man da gemacht hat, war, dass man Exilkubaner mit Waffen und Geld und Material und einem versorgt hat, sie nach Kuba geschifft hat, damit sie dort halt einen Regime-Change machen, die Invasion in der Schweinebucht. Das hat zum Glück nicht funktioniert. Und ja, nach der Invasion in der Schweinebucht hat sich Kuba halt aus Selbstschutz dazu entschieden, sowjetische Atomwaffen bei sich aufzustellen. Und das hat dann eben zur Kuba-Krise geführt. Die USA haben dann über Kuba eine Blockade verhängt und gesagt, also wirklich, sind mit ihrer Marine dahin gefahren und haben gesagt, so, entweder die Sowjetunion zieht jetzt ab oder wir greifen Kuba an. Und die Sowjetunion hätte dann ihrerseits die USA angegriffen. Also dann hätten wir den Dritten Weltkrieg gehabt. Was war das Verhalten der USA, als ein Land in ihrer unmittelbaren Nähe in den sowjetischen Machtbereich übergetreten ist? Und ich glaube, keiner hat das Recht, wenn Krankenhäuser und Kinderkliniken bombardiert werden, wenn ein Land überfallen wird, dieses Land nicht zu verteidigen. Also so ziemlich, was der Westen in Afghanistan gemacht hat, so klingt das gerade. Wenn Krankenhäuser bombardiert werden, wie beispielsweise 2015 das Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus in Kabul von den USA. Also ja, das, was der Westen quasi auch andauernd macht. Als Bürger und auch als Nachbar diesem Land nicht beizustehen. Die Frage ist natürlich nur, wie wir unser Verhältnis zu den Russen jetzt gerade auch in dieser Richtung bestimmen, Herr Lafontaine. Also wir haben ja gerade vorher den ukrainischen Präsidenten gehört und er hat den Deutschen vorgeworfen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben in Bezug auf Russland. Die kamen natürlich auch aus dieser Haltung und ich muss Ihnen den Ältestenrat der Linken vorstellen. Die Linke haben Sie zwar gerade verlassen, aber es gibt doch noch wahrscheinlich eine inhaltliche innere Verbindung. Hans Modo hat gesagt, die Frage, wie weit der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt, steht in Raum. Das ist ein unkluges Zitat nach der russischen Full-Scale-Invasion. Also Russland hat da ganz klar die Ukraine angegriffen und Russland hat da auch nicht nur in den ukrainischen Bürgerkrieg eingegriffen, der seit 2014 tobt. Und der von der ukrainischen Regierung begonnen wurde. Die Ukraine hat zuerst Gewalt gegen die Separatisten angewendet. Das sollte man ganz klar sagen. Dann am 20. April 2014 nämlich rechtsradikale Milizionäre einen Checkpoint der Donbass-Miliz überfallen. Dadurch hat dieser Krieg begonnen. Und dann wurden auch furchtbare Massaker an Zivilisten angerichtet von der ukrainischen Regierung und mit ihr verbündeten Milizen. Und Russland hat dann erst im Sommer 2014 angegriffen. Na, 2022 ist, glaube ich, relativ klar, Russland hat dann die Ukraine angegriffen. Deswegen ist so eine, und auf faschistische Elemente innerhalb der Ukraine zu verweisen, ist inhaltlich nicht falsch, aber es tut jetzt nichts zur Sache. Also auch ein Staat, wo Faschisten in den obersten Rängen der Politik sitzen, auch der hat ein Recht darauf, nicht angegriffen zu werden. Auch der hat ein Recht auf territoriale Integrität. Muss man so sehr die Russen lieben, dass man das so verdrehen kann? Ich meine, viel wichtiger ist die Frage, ob die deutsche Politik in den letzten Jahren falsch war. Was, aber jetzt können Sie trotzdem noch mal auf. Ja gut, das ist auch angeblich zurückgenommen worden. Ich kenne den Sachverhalt. Ja, es ist inzwischen jetzt gestrichen, aber was man zurücknimmt. Ja, man hat hier wahrscheinlich das Zitat, wo man die Linke jetzt am meisten mit diskreditieren konnte, genommen und versucht. Also wie gesagt, man hat aus einem wahrscheinlich sehr langen Text, sehr langen Interview einen Satz genommen, mit dem man besonders diffamatorisch arbeiten konnte. Wir kennen unsere Medien ja. Das hat man ja trotzdem mal gesagt. Ja, ich wollte ja nur sagen, ich kenne den Sachverhalt nicht. Aber ja, eine viel wichtige Frage ist jetzt ja, ob die Deutschen. Da möchte ich doch noch mal kurz einhaken. Das ist die perfekte Antwort. Wenn man auf irgendwelche Aussagen von mit einem verbündeten Politikern angesprochen wird, einfach sagen, ich kenne die Aussagen nicht. Also ich kann dazu nichts sagen.
Oder sie reißen das bestimmt gerade aus dem Kontext, was ja sehr häufig tatsächlich der Fall ist. Also gar nicht auf diese Aussagen eingehen, sondern sagen, sie müssten mir schon den ganzen Kontext zeigen. Zu Politik in den letzten Jahren. Alles andere wäre auch strategisch unklug. Also sonst müsste man sich ja von Leuten aus den eigenen Reihen distanzieren und so gibt man dem Gegner Macht über sich. Das ist strategisch absolut unklug. Falsch war, was Herr Zelensky sagt, das muss ich ganz entschieden zurückweisen. Man kann nicht nur aus seiner speziellen Sicht irgendetwas vortragen. Die deutsche Ostentspannungspolitik hat uns sehr viel weitergebracht. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir ohne sie die deutsche Einheit niemals erreicht hätten. Und das zeigt ja auch die Kurzsichtigkeit der heutigen Politik. Alles redet jetzt über Putin. Es gab auch Gorbatschow. Erinnert sich noch jemand an den? Ja gut, wir müssen jetzt aber über Putin reden. Nein, das ist ja ganz wichtig. Es kann ja sein, dass morgen ein neuer Gorbatschow in Russland an die Macht kommt. Dann haben wir also dann alles gekappt, alle Verbindungen gehabt. Welch ein Unsinn. Politik muss langfristig angelegt sein. Dafür werbe ich. Und letztendlich ist es so, man kann nur eben durch Verhandeln, durch Begegnung mit Menschen die Welt friedlicher machen und man muss mit den gleichen Maßstäben. Also Sie sagen, die deutsche Politik hat nicht alles falsch gemacht in der Vergangenheit? Natürlich. Aber ich möchte noch mal klar sagen, die deutsche Politik war viel zu aggressiv gegenüber Russland. Das beginnt schon bei den Minsk-Abkommen 2014, als man Russland über den Tisch gezogen hat, die eigentlich nur dazu gedacht waren, die Ukraine noch weiter aufzurüsten und in den westlichen Block zu integrieren, die gar nicht dazu gedacht waren, zu einem dauerhaften Frieden mit Russland zu kommen. Sagen, wir gehen Putin auf den Leim. Wenn wir zu einer Gleichsetzung der putischen Aggression, des Angriffskrieges, den er führt, mit den Russen und dem russischen Volk hier kommen, das müssen wir wirklich entschieden zurückweisen. Da glaube ich, habe ich auch nicht anders erwartet. Das dürfen wir nicht. Und wir haben, was Putin anbelangt, und seine Aggression und seine Absichten natürlich Fehler gemacht. Das, glaube ich, meint der ukrainische Präsident. Also da sind Fehler gemacht worden. Das meint er zu Recht. Das heißt also, der Fehler liegt vor allem dann bei den Russen, bei den putinschen Russen und eben nicht bei der NATO-Osterweiterung, wie Sie manchmal sagen. Ja Gott, die NATO-Osterweiterung, da muss ich ja gar nicht jetzt meine eigene Meinung in den Vordergrund drücken. Der jetzige CIA-Chef hat ja gesagt, dass das unnötige Provokationen sind. Nein. Das ist überprüfbar, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So, diese unnötigen Provokationen haben wir ja ständig wiederholt. Und wer heute also über die Situation in der Ukraine spricht, ohne die NATO-Osterweiterung, ohne die Vorgeschichte. Ich selbst war Zeuge 1990, als Baker zu mir gesagt hat, wir werden die NATO-Osterweiterung nicht vornehmen. Man hat einfach das Wort gebrochen. Und ein Wortbruch ist nie Grundlage für den Frieden. Aber es geht gar nicht so sehr um die NATO-Osterweiterung. Kommen wir auf den Kern. Moment, es geht um den Kern. Das sind Kurzstreckenraketen an der Grenze einer Atommacht. Das ist ein solches Risiko, ein solcher Wahnsinn, dass man das nicht machen darf. Und darum geht es. Wird ja ständig immer dran vorbeigeredet. Wir dürfen nicht zulassen, dass immer mehr Kurzstreckenraketen ohne Vorwartzeit, womöglich noch mit Atomraketen an der Grenze zu Russland stationiert werden. Das ist die große Sorge der Russen und da haben Sie völlig recht. Jetzt sind Sie von der Vergangenheit gleich in die Gegenwart gesprungen und sagen das, was sozusagen jetzt vielleicht gedacht wird, dass man nämlich in den baltischen Ländern, Herr Röttgen, in Polen und natürlich auch in den mittelosteuropäischen Ländern die NATO-Kräfte verstärkt. Wäre das also nach der Leseart die nächste Provokation? Nein, es war auch keine Provokation, sondern es war der Freiheits- und der Sicherheitswunsch eigenständiger, neu entstandener Staaten, die 1990 ja noch gar nicht existierten als eigenständige Staaten, wie die baltischen Staaten zum Beispiel. Nein, also diese Staaten, die haben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Hegemonen, sondern die sind einfach in Freiheit, aber nur, wenn sie sich dem Westen zuwenden. Wenn sie sich Russland zuwenden, dann antworten wir mit Putschversuchen und Sanktionen. Oder die Teil des Warschauer Paktes waren wie Polen. Der Kollaps der Sowjetunion, des Warschauer Paktes kam später. Es entstanden eigenständige, freie Staaten außerhalb des Militärbündnisses. Und die haben ein Bedürfnis gehabt. Nämlich sie suchten den Schutz vor Russland durch die NATO. Und was heute wäre, wenn Litauen, Estland und... Sie suchten den Schutz vor Russland durch die NATO. Was ist mit den Staaten, die den Schutz vor der NATO durch Russland gesucht haben? Die sind natürlich ganz böse, die müssen wir wegsanktionieren. Oder beziehungsweise die müssen wir angreifen, weil die halt die Bösen sind. Man denke beispielsweise an das mit Russland verbündete Serbien. Oder man denke an Armenien, wo das immer mehr von seinem Nachbarn Aserbaidschan bedroht wird. Aserbaidschan wird aber vom Westen immer weiter hochgerüstet, damit das auch hier eine neue Front gegen Russland eröffnen kann im Zweifelsfall. Und gegen den Iran. Armenien ist ja auch noch mit dem Iran verbündet. Lettland nicht NATO-Mitglieder wären, dann wären sie genau derselben Drohung auf.
ausgesetzt, vielleicht dem Krieg ausgesetzt, den heute Putin gegen die Ukraine führt. Sind wir wieder? Genau, das haben wir, also Röttgen schreibt es im Grunde genommen richtig, nur müsste man das, was er hier nur auf Russland anwendet, universell beschreiben. Also Länder wie Serbien, die waren ja durchaus mit Krieg von Seiten der NATO konfrontiert. Also die wurden ja von der NATO völkerrechtswidrig angegriffen. Widersprechen Sie da, das ist nämlich wichtig. Darum glaube ich, es geht gar nicht um wirklich kein Programm der NATO-Osterweiterung, sondern es geht um die freie Entscheidung neuer, freier Staaten. Ja. Bullshit. Die Ukrainer haben sich 2014 nicht frei dazu entschieden, dass ihre Regierung weggeputscht wird und dann Bürgerkrieg beginnt. Da gab es jetzt keine Volksabstimmung in der Ukraine. Vielleicht habe ich die auch verpasst. Ihren Weg zu entscheiden und Sie wollten dem Verteidigungsbündnis angehören. Das ist ein großer Dissens zwischen uns. Ich stimme Ihnen bedingt zu. Zunächst muss man wird er schon kleiner. Einen Moment, aber Sie würden niemals Kuba dieses Recht einräumen, dass Sie frei entscheiden könnten, welchem Bündnis Sie angehören, womöglich dort Raketen stationieren. Antworten Sie direkt. Sie würden niemals zustimmen. Gerne. Wenn Kuba sich einem defensiven Bündnis anschließt, einem Verteidigungsbündnis, und das ist die NATO, die noch nie einen bedroht hat, dann spricht dagegen nichts. Ich glaube, in Serbien oder Afghanistan oder dem Irak oder Syrien oder so ziemlich jedem anderen Land, in das westliche Staaten in den letzten 30 Jahren einmarschiert sind, sieht man das etwas anders. Herr Röttgen, also wenn Sie sagen, die NATO hat noch nie einen bedroht. Aber es ist immer Kuba. Bleiben wir doch mal in Europa. Ja, schauen wir doch mal nach Serbien beispielsweise, wo man den Kosovo völkerrechtswidrig abgespalten hat und wo man auch schon Öl ins Feuer gegossen hat. 1991, als Slowenien und Kroatien sich unabhängig erklärt haben. Deutschland war da einer der Staaten, die das als erstes anerkannt haben. Das war eine völkerrechtswidrige Sezession von zwei eigentlich zu Jugoslawien gehörenden Ländern. Also man hat schon von Anfang an Öl ins Feuer gegossen, man hat von Anfang an dafür gesorgt, dass Jugoslawien in Krieg und Chaos versinkt und 1999 hat man das dann mit der Abspaltung des Kosovo abgeschlossen. Polen bleiben wir bei Ungarn und Rumänien nicht die nicht unbequemen bei Kuba. Themen meiden. Ja, nee, also Sie sagen immer, die NATO habe noch niemanden bedroht. Die USA gehören zur NATO. Wir reden aber von der NATO. Ja. Und Sie ernsthaft sagen, die USA hätten noch nie jemanden bedroht. Wir reden bedroht. Von der NATO. Ja, ich bin doch kein Verteidiger amerikanischer Außenpolitik seit 200 Jahren, sondern ich rede nur von der NATO, seitdem es sie gibt. Wir dürfen die Doppelstandards. Sie hat auch übrigens die deutsche Freiheit. Ja. Wir dürfen die Doppelstandards nicht endlos weiterführen, sonst werden wir nie zum Frieden beitragen. Wohin? Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass Herr Biden ein Kriegsverbrecher ist. Das würden Sie nie unterschreiben, weil Sie Doppelstandards haben. Serbien. Also es gibt eine Aufnahme von Biden, wo er im Kongress steht und sich dafür feiert, dass er einer der Ersten war, die gesagt haben, dass man Belgrad bombardieren soll. Das ist doch wohl offenkundig. Er hat zum Beispiel den Irak... Herr Lafontaine, Sie müssen mir es ja gar nicht unterstellen. Wenn ich es jetzt tue, dann... Herr Lafontaine, Sie nennen gerade einen Beleg. Also jetzt muss ich Sie mal unterbrechen. Nicht, dass Sie das noch ausführen. Hilfe, sonst stehe ich da wieder als Idiot da. Dürfen Sie sagen, aber Sie müssen es mir jetzt nicht pauschal unterstellen. Gut, ich frage Sie dann, ist Biden ein Kriegsverbrecher? Oder sind US-Präsidenten jemals Kriegsverbrecher? Wir bleiben bei Biden. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, selbstverständlich nicht. Bush auch nicht, der jüngere Bush. Ist kein Kriegsverbrecher. Ja, gut. Das knippe ich und stelle es auf YouTube. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, George Bush ist kein Kriegsverbrecher. Das ist so jenseits jeder Realität. Also Bush, ihr kennt ihn, ist für die Kriege in Afghanistan und im Irak verantwortlich. Natürlich ist das ein Kriegsverbrecher. Biden hat die Kriege in Serbien, im Irak, in Afghanistan als Senator immer unterstützt und als Vizepräsident von Obama war er mitverantwortlich für den Libyen-Krieg. Ein völkerrechtswidriger Regime-Change gegen Gaddafi. Es gab zwar ein UN-Mandat, aber das berechtigte den Westen nicht dazu, Gaddafi auszutauschen, was der Westen dann gemacht hat. Dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Dann doch, überlasse reden, ich das dem Publikum. Wir reden schon. Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht. Nicht jede Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Wenn die USA also beispielsweise gerade die syrischen Ölquellen besetzen und dort immer wieder, die lokalen arabischen Stämme bekämpfen und denen auch Verluste zufügen, dann ist das alles kein Kriegsverbrechen, obwohl die USA sich da völkerrechtswidrig aufhalten. Nein, nicht jede Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen, das ist sie nur, wenn der Russe sie begeht. Nicht weiter. Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht weiter. Das ist so genial. Hört euch das nochmal an. Also... Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht weiter. Wir reden schon weiter.
klippt das und stellt es auf TikTok, YouTube und so weiter. Der Röttgen hat sich hier so selbst auseinandergenommen. Übrigens, zum Röttgen gibt es noch Folgendes Interessantes zu erzählen. Er gehörte 2022 zum Präsidium der Deutschen Gesellschaft für für Auswärtige Politik. Das ist eine Denkfabrik, die ein Papier rausgebracht hat, wo sie eine Militarisierung der Gesellschaft mitsamt Wiedereinführung der Wehrpflicht, das nennt sie jetzt Resilienzpraktikum, fordert. Also das wird auch bald ein Video auf meinem Erstkanal herauskommen. Also auf diesem, da befinden wir uns mittlerweile. Und solche Kriegshetzer, die auch bestens vernetzt in solchen Denkfabriken sind, die sprechen jetzt Joe Biden oder George W. Bush von den Kriegsverbrechen, die sie eindeutig begangen haben, frei. Nein, wir stellen nur fest, wen sie... Das Öl ist zu wichtig, um es den Arabern zu erlassen. Kissinger hat auch in Chile, als er den Putsch gegen Pinochet unterstützt hat, gesagt, dass man das Schicksal, dass die Chilenen so unverantwortlich seien und man ihnen auf keinen Fall das Schicksal ihres Landes überlassen könne, da es durch ihr Unvermögen drohe, in den Sozialismus abzurutschen. Also musste man Allende leider wegputschen, demokratische Wahl hin und her, war halt ein Sozialist. Der Kriegsverbrecher. Nein. Also über Kissinger gibt es so viel zu erzählen. Auch die Flächenbombardements der USA in Vietnam und Laos. Also übrigens entscheidend im Ball oder Kambodscha. Also das ist alles auf Kissingers Mist mitgewachsen. Also das war einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der US-amerikanischen Außenpolitik. Es geht doch darum, was wir heute für eine und Position... Sie haben doppelte Standards. Nein, aber das ist kein Beitrag zum Frieden. Herr Lafontaine, wir reden über Krieg heute. Wir haben jetzt Krieg. Es wird jetzt... Die USA halten jetzt die syrischen Ölfelder besetzt. Wird darüber geredet? Nein. Getötet. Es gibt einen Aggressor. Und dann reden Sie über Kuba und über George W. Bush. In Syrien sind das die USA und sie halten immer noch die syrischen Ölfelder besetzt. In Teilen von Syrien herrscht immer noch Krieg. Das hat alles damit begonnen, dass der Westen Assad beseitigen wollte und deswegen islamistische Terrorbanden ausgerüstet hat. Die Vergangenheit. Es geht darum, was ist heute die Lage und was ist heute unsere Verantwortung. Wir können auch und sollten über uns... Ja, Syrien wird auch heute noch durch westliche Sanktionen traktiert und am Wiederaufbau gehindert. All das passiert auch heute, aber über all das wird nicht geredet. Es wird nur darüber geredet, wenn der Russe heute etwas Böses macht. Dann darf man auf keinen Fall mal andere Fälle aufzählen. Und wenn man dann über die anderen Fälle reden will, dann müssen wir doch lieber wieder über den Russen reden, denn das ist ja der eigentliche Böse. Unsere Fehler darüber reden, aber darum geht es. Was tun wir heute, um diesen Krieg zu beenden? Genau, und wir tun nicht Punkt. Genug und alles. Und mit Pazifismus werden wir ihn bestimmt nicht beenden. An dem Punkt sind wir jetzt, man könnte jetzt über die schon, Geschichte reden, wir reden über das, was schon man wieder dieser Strohmann. Es geht nicht um Pazifismus, es geht darum, wieder zu einem Kompromissfrieden mit Russland zu kommen, zu einem Waffenstillstand zuerst mal zu kommen und dann zu langfristigen, tragfähigen Beziehungen. Und das geht nur, wenn man jetzt endlich verhandelt. Und das hat nichts mit Pazifismus zu tun, das hat was mit realistischer Politik zu tun. Diese ganzen Lügen von, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, die sind ja mittlerweile komplett widerlegt. Jetzt tun könnte, den Krieg zu beenden. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Sanktionen sprechen, weil das auch unser Thema gerade war. Und Sie fragen, wenn das so ist, wie wir es gerade analysiert haben, dass möglicherweise der Stopp eines Embargos jetzt diesen Krieg jedenfalls schneller beenden könnte, weil es zeigt, dass, Sie haben, glaube ich, geschrieben, Putin knickt ein. Warum macht das die Bundesregierung nicht? Also zunächst mal ist das genau der entscheidende Punkt. Man weiß nie die Zukunft. Manche in der Regierung sagen, ja, wenn ich wüsste, dass morgen kein... Also, ihr hört es gerade. Norbert Röttgen forderte 2022, im Frühjahr 2022 schon ein Embargo auf Öl und Erdgas. Wenn sich solche Kriegshetzer wie Norbert Röttgen damals durchgesetzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich im Winter 2022 eine Gasmangellage erlebt. Also wir haben ja nur die Gasversorgung 2022 so gut hinbekommen, weil wir noch bis in den Herbst hinein viel russisches Gas bezogen haben über Pipelines. Das ist ja erst im Sommer nach und nach verringert worden. Wir haben ja das ganze Frühjahr über Gas bezogen. Wenn wir im Frühjahr damals, kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, auf Leute wie Norbert Röttgen gehört hätten, dann sähe es in diesem Land noch düsterer aus. Also es geht tatsächlich noch schlimmer als die Grünen. Hier seht ihr das in Gestalt von Norbert Röttgen. Ein Krieg mehr. Das ist das Wesen der Zukunft, dass wir sie nicht kennen. Aber man muss fragen, würde das System Putin so hart treffen, dass es möglicherweise zur Verkürzung des Krieges, zur Beendigung des Krieges... Nein, würde es nicht. Russland finanziert diesen Krieg in Rubel, nicht in Euro, nicht in US-Dollar. Also nein,
Es würde Russland nicht treffen. Seine Deviseneinnahmen würden sinken. Der Rubelkurs wäre etwas schwächer gewesen, schon letztes Jahr, was er dann später eh geworden ist. Also der Rubel muss natürlich abwerten, wenn die Inflation in Russland höher ist. Das Konzept der relativen Kaufkraftparitäten hatte ich auf meinem S-Kanal auch schon des Häufigeren erklärt. Also ja, da macht es jetzt nicht viel aus, ob wir ein bisschen mehr Öl oder ein bisschen weniger Öl oder ein bisschen mehr Gas oder weniger Gas importieren. Einen wichtigen Beitrag leisten würde. Dafür spricht einiges. Weil es natürlich die Lebensader ist, das wurde ja auch eben gesagt, der Export von Energierohstoffen, weil es die Währung destabilisieren würde, weil Staatsanleihen nicht mehr bezahlt werden könnten, weil keine Importe mehr finanziert werden können, wenn keine Devisen da sind. Alles das würde passieren. Das wäre ein systemisches. Putin hätte trotzdem noch Devisen, da er eben an andere Länder noch genug verkaufen kann. Also ich meine, es ist ja nicht jeder so komplett bescheuert wie wir Europäer. Ich meine, auch die Türkei, das ist ja sogar ein NATO-Staat. Nicht mal die ist so dumm und er verzichtet auf billige russische Energie. China, Indien haben ihren Import an russischer Energie stark gesteigert. Und Russland besorgt sich die westlichen Produkte, an die es jetzt nicht kommt, entweder über China, indem es sie durch chinesische Produkte substituiert, oder über die zentralasiatischen Republiken. Also der Handel zwischen diesen Republiken und dem Westen, der ist um mehrere hundert Prozent teils gestiegen. Und woher kommt das? Natürlich daher, dass Russland jetzt die westlichen Produkte über einen Umweg trotzdem importiert. Also wenn man keine völkerrechtswidrigen Sekundärsanktionen gegen Russland erlässt, also Unternehmen dazu zwingt, gar keinen Handel mehr mit Russland zu betreiben und nur noch auf die westlichen Märkte zu setzen, wenn man das nicht macht, dann kann man Russland nicht effektiv abschirmen und das würde eine Konfrontation mit dem gesamten BRICS-Block bedeuten. Also so hat sich die Europäische Union und glücklicherweise, muss man sagen, glücklicherweise nicht getraut. Also das wäre noch viel katastrophaler gewesen, was Röttgen hier fordert. Ein Schock für die russische Volkswirtschaft. Und das würde einen Beitrag dazu leisten, dass die Unterstützung für diesen Krieg kollabieren könnte. Wissen tue ich das nicht. Aber es ist nicht auszuschließen. Es könnte sein. Und wenn man das... Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir haben ja gesehen, wie katastrophal selbst die Sanktionen, die erlassen wurden, die nicht so hart waren, wie Röttgen hier gefordert hat, wie katastrophal die gescheitert sind. Russlands Wirtschaftsleistung ist heute ungefähr 1% höher als zu Kriegsbeginn. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist seitdem geschrumpft. Also alleine das sollte uns schon mal kritisch hinterfragen lassen, ob diese Sanktionen so ein Erfolg waren. Nicht ausschließen kann, wenn es sein könnte, wenn es begründet anzunehmen ist, dann muss ich sagen, dann muss die Regierung alles tun. Und wir haben eben auch unter Hinnahme von Nachteilen, die man prognostizieren kann, in 3 Punkten, 4 Punkten, BIP-Reduzierung, aber wir haben Maßnahmen, um dagegen wirken zu können, soziale Härten auszugleichen, dann ist es unsere Verantwortung jetzt. Unser Land ist gegründet worden nach dem Krieg, nie wieder Krieg. Dann müssen wir jetzt das tun, weil es eine rationale Maßnahme ist, diesen Krieg zu beenden. Und eine erste Mal nicht kriegerische. Gehen Sie damit? Nein, man muss ja immer alles bedenken, was man als Folge auslöst, wenn man solche Entscheidungen... Bevor wir Lafontaine noch mal reden lassen, noch mal kurz zu den Sanktionen. Die sind katastrophal gescheitert. Wir sehen auch, dass die russische Rüstungsproduktion heute wesentlich höher ist als zu Kriegsbeginn. Also nicht mal das, was uns versprochen wurde, nämlich, dass die Rüstungsindustrie dadurch beeinträchtigt ist. Nicht mal das ist zustande gekommen. Die Russen ersetzen unsere westlichen Chips jetzt entweder durch chinesische oder sie importieren die über Drittländer. Also Russland schafft es, sogar seine Rüstungsproduktion zu steigern, trotz der westlichen Sanktionen. Das ist eine einzige Katastrophe. Was die Sanktionen bewirkt haben, ist die Deindustrialisierung Europas und hier vor allem Deutschlands. Und das ist das, was die Sanktionen bewirkt haben und was sie gerade immer noch bewirken. Je schneller wir sie aufheben, desto geringer wird der Schaden bei uns sein. Die Produktion der energieintensiven Industrie ist ungefähr 20% geringer als zu Kriegsbeginn. Das ist die Bilanz dieses Wirtschaftskrieges. Und wenn wir damals, das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen, wenn wir damals auf Leute wie Norbert Röttgen gehört hätten, dann sähe es hier noch düsterer aus. Entscheidungen trifft. Und es geht ja nicht nur Putin und Druck auf ihn auszuüben. Es geht zum Beispiel darum, dass wir als Politiker auch gehalten sind, die Interessen unserer Bevölkerung zu sehen. Und deshalb halte ich es für richtig, dass die Bundesregierung das ablehnt. Dass sie sagt, das machen wir nicht. Denn man würde eben Arbeitslosigkeit, Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Und man würde ebenfalls die jetzigen Preissteigerungen massiv ausweiten. Und das kann ich nicht einfach so sagen. Aber das wenn ist jetzt wir, ganz interessant, weil wir eben über Menschen führen. Ja, bitte, und dann komme ich zum Menschen. Ich halte es für ein irreales Szenario, Kokolores, Johnny. Also aktuell sieht es ja danach ja überhaupt nicht aus, was du gerade schreibst. Also ich fände ein Gespräch von dir und Boris Höfgen geil, schreibt gerade einer im Chat. Ja,
Ich habe gerade von der Uni her und so noch relativ viel zu lernen und ich muss noch, ja, ich habe gerade relativ viel zu tun, aber für die nächsten Semesterferien, da könnte ich Ihnen, also da werde ich wieder einige Interviews machen und da könnte ich Ihnen definitiv auch anfragen. Die Frage, die wäre die Frage, welche Maßnahme würden Sie denn ergreifen? Zahlen wir unsere 2 Euro für Diesel. Ja. So, ich habe gestern noch mit einer Frau gesprochen, die eben ganz knapp ist und die Tränenaugen hat, sagt, ich kann meinen. Welche Maßnahmen meine würden Sie denn ergreifen? Sie haben ja gerade bezahlen. Gesagt, die Rüstungsmaßnahme ist die falsche. Sie sagen jetzt, die Sanktionsmaßnahme, jedenfalls in diesem Bereich, ist die falsche. Wie würden Sie denn den Krieg beenden, wenn Sie es können? Verhandlungen. Was sonst? Verhandlungen. Und wir wissen mittlerweile, dass Russland damals zu einem Frieden ohne Kontribution und Annexion bereit war. Einzige russische Forderung war die Neutralität der Ukraine und damit einhergehend natürlich Demilitarisierung und Entnazifizierung. Es geht oder leider nur über würden. Verhandlungen. Das geschieht ja jetzt auch. Mhm. Putin verhandelt nicht. Doch, es geht jetzt über. Damals wurde verhandelt und Russland war bereit, seine Truppen hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen. Es sind einfach Fake News, wenn etwas anderes behauptet wird. Das hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefunterhändler von damals bestätigt. Dann kam Boris Johnson nach Kiew, hat gesagt, the West is not ready for peace yet. Und wir nehmen von euch alle Waffen, die ihr braucht, um diesen Krieg zu gewinnen. Man darf mit Russland nicht verhandeln. Und was ist passiert? Mittlerweile gehen wir ins, das zweite Jahr dieses Krieges. Also ja, im Februar nächsten Jahres ist der Krieg dann 2 Jahre alt. Hunderttausende Menschen sind tot, die Ukraine ist komplett zerstört, also noch zerstörter, als sie schon vor Kriegsbeginn war. Und ja, aber was ist da die langfristige Perspektive? Also die langfristige Perspektive ist, dass die Ukraine zu einer westlichen Halbkolonie wird, die vielleicht noch ein bisschen Landwirtschaft hat, wo alle ja gut ausgebildeten Arbeitskräfte nach Westeuropa abhauen, wo das US-Kapital komplett dominierend ist, wo alle landwirtschaftlichen Flächen aufgekauft hat, war es ja schon seit 2014. Und ja, das wäre die Perspektive. Da schreibt gerade einer im Chat, du kannst nicht mit Putin verhandeln. Ist das jetzt Ironie? Ich meine, ich habe es ja gerade erklärt. Oder meinst du es ernst? Über Verhandlungen. Wir haben ja auch einen gewissen Fortschritt. Es ist jetzt absehbar, dass gesagt wird, wir wollen also auf den Tisch legen, den neutralen Status der Ukraine, halte ich für richtig. Es wird gesagt, wir wollen Sicherheitsgarantien, das halte ich für richtig. Und es wird gesagt, was die Gebiete an die Krim angeht und eben den Donbass angeht, gibt es dann Volksabstimmungen und gibt es Regelungen. Also das hätte man... Ich muss 2 Punkte wirklich... Darf ich das zu Ende führen? Ja, Sie fragen immer, ob Sie es zu Ende führen können und dann hören Sie aber dabei nicht auf. Nein, das Problem ist, dass Sie dann immer noch einen Punkt nehmen. Deswegen bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei den Verhandlungen. Und ich muss diesen 2 Punkten wirklich entschieden widersprechen. Der eine Punkt ist, Sie setzen den Fehler fort, den wir gemacht haben. Putin zu glauben, das, was jetzt scheinbar an Verhandlungen stattfindet, ist im Moment Kriegstaktik von Putin. Zu glauben, er wäre bereit, seine imperialen Ansprüche und Ambitionen aufzugeben, ist wirklich naiv. Wenn Sie welche imperialen Ansprüche? Also der imperiale Anspruch des Westens ist, wir wollen die gesamte Ukraine in unseren Machtbereich ziehen. Der imperiale Anspruch von Russland ist, wir wollen die gesamte Ukraine in unseren Machtbereich ziehen. Als Kompromiss akzeptieren wir es, wenn die Ukraine neutral bleibt. Das war damals die russische Haltung. Heute ist die russische Haltung. Wir wollen, dass die Ukraine neutral bleibt und dass wir die ostukrainischen Oblasten annektieren können. Das ist heute die russische Haltung. Die russische Haltung hat sich immer weiter verschärft. Eben in Reaktion auf die, ja, auf die, also die nicht existente Verhandlungsbereitschaft des Westens. Das wirklich glauben, haben Sie nichts gelernt, muss ich wirklich sagen. Sie haben nichts gelernt aus dem, was er jetzt tut. Herr Röttgen, jetzt falle ich Ihnen ins Wort. Nein, Sie plädieren dafür, die Verhandlungen abzubrechen. Nein, die sollen stattfinden, aber ich finde, die sollen stattfinden. Ich finde, wir müssen sie nur realistisch bewerten. Das ist Kriegstaktik. Der zweite Punkt war, Sie haben eben von den Interessen des Volkes gesprochen gegen den Krieg und seine Beendigung. Ich finde das wirklich unter einem Aspekt falsch und unter einem anderen empörend. Es ist falsch, weil die... Also ich finde es ja empörend, wenn man sagt, George W. Bush sei kein Kriegsverbrecher. Aber das ist nur meine Meinung. Die Beendigung dieses Krieges auch unser Interesse ist oder anders ausgedrückt. Man stelle sich vor, Putin setzt sich durch. Dann haben wir einen gespaltenen Kontinent. Der ist wieder gespalten. Dann haben wir Putin setzt sich durch. Ja, das ist ja gar keine Option aktuell. Aktuell und auch schon damals ging es ja nur um einen Kompromissfrieden und nicht darum, dass Russland diesen Krieg bald gewinnt. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten und sich die ukrainische Position noch weiter verschlechtert, dann kann es tatsächlich sein, dass Russland die Bedingungen diktieren kann. Dass wir dann einen russischen Marionettenstaat Ukraine haben und
große Gebiete in der Ostukraine, die komplett von Russland annektiert werden. Das kann dann natürlich passieren. Aber aktuell sieht es so aus, dass die Ukraine noch die Neutralität nach dem Krieg heraushandeln kann. Aktuell. Russland hat ja seine Angebote diesbezüglich nicht zurückgezogen. Aber wenn wir noch länger warten, dann kann sich das verschärfen. Und wir waren damals im Frühjahr 2022. Damals hat Russland doch gar nicht gefordert, irgendwelche Gebiete zu annektieren. Also ihr seht, die Kriegstreiber haben dafür gesorgt, dass sich die Position der Ukraine verschlechtert hat. Sie haben dafür gesorgt, dass Hunderttausende Menschen zusätzlich tot sind. Sie haben dafür gesorgt, dass Europa deindustrialisiert. Sie haben dafür gesorgt, dass die Rüstungsindustrie fette Profite machen kann und wir noch enger an die USA gebunden sind. Das ist das Ergebnis des Wirkens von Leuten wie Norbert Röttgen. Also ihr seht hier jemanden, der wirklich noch schlimmer ist als Baerbock. Also wenn Röttgen unser Außenminister wäre, also schlimmer geht ja immer, ich glaube, der wäre noch schlimmer als das, was gerade die Grünen da abziehen. Wir permanent die militärische und die nukleare Drohung als Teil unseres Lebens. Das ist nicht das Interesse des Menschen, den Sie dort gesehen haben mit einem kleinen Einkommen. Und zweitens, diesem Mitbürger zu unterstellen und den Mitbürgern mit geringerem Einkommen zu unterstellen, dass sie nicht bereit wären, selbst mit ihrem geringeren Einkommen einen Beitrag zu leisten, dass nicht mehr die Babys sterben, weil sie erfrieren oder verdursten und nicht die Kinder sterben und den anderen die Arme abgeschossen werden. Das ist unglaublich. Wir haben nicht Menschen in unserem Land, in der Mehrheit, die so egoistisch sind, die sagen, lieber, ich kann mir nicht 30 € leisten, dann sollen die doch lieber sterben. Das denken Deutsche nicht. So, jetzt ist Herr Lafontaine dran. Und das unterstellen sie ihnen. Das empört mich. Als ich erfahre, was die Menschen denken über die permanenten Preissteigerungen, dass sie nicht mehr damit. Ja. Also was Röttgen da sagt, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also es ist ja kein Entweder-Oder, sondern wenn wir in Frieden verhandeln, dann können wir die Sanktionen aufheben, dann können wir, ja, dann haben wir erstmal keine, also nicht mehr diese großen wirtschaftlichen Probleme und die Ukrainer können endlich in Frieden leben. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Röttgen sagt, wahr. Also wenn wir in Frieden verhandeln, dann, ja, geht dieser Krieg auch nicht mehr weiter, dann stirbt auch niemand mehr. Das sollte ja das Ziel sein, aber genau dagegen wehrt sich Röttgen ja. Röttgen will, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, was schon damals komplett unrealistisch war, dass ein kleines Land wie die Ukraine gegen so ein großes Land wie Russland, das im Zweifelsfall viel mehr Soldaten hat, die es an der Front verheizen kann, gewinnen kann. Und wir sehen ja gerade, dass die Kriegstreiber Unrecht hatten. Und solche Leute wie Röttgen, die haben uns nun schon 2 Jahre lang in diesen Stellvertreterkrieg reingeredet und es hat viel zu wenig Widerstand in diesem Land gegeben. Zurechtkommen. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung das verhindert. Ich weiß nicht, warum sie da Probleme haben. Was sind das für Und ich muss Ihnen Relationen? nochmal Da sagen, sterben es Menschen. hat mich Wir haben wirklich, ja, Preissteigerungen. es hat mich wirklich überrascht, Da sterben Menschen. Ja, deswegen sollte man einen Frieden verhandeln. dass sie tatsächlich Verhandlungen in Frage stellen. Das Ja, glaube wie ich wollen nicht wir denn, getan. Ich habe wie sie nur wollen wir denn interpretiert. überhaupt Herr weiterkommen? Lafontaine, jetzt Und Sie muss müssen, darf ich nicht nicht mit ständig, Verhandlungen, bitte bitte. mich nicht ständig von 2 Seiten unterbrechen, das ist ein bisschen viel. Ich wollte Sie gar So, nicht also unterbrechen, bitte, ich ich wollte wollte eine nur Frage stellen. etwas noch sagen. Putin hat Interessen. Und man muss die Interessen Was erkennen. ist es denn das Das Interesse? Interesse ist, dass er aus dieser Angelegenheit, wo er sich verkalkuliert hat, wo er offensichtlich Schwierigkeiten hat, einen Ausweg Sein findet. Interesse ist Und imperiale Macht in Europa. deshalb muss man verhandeln. Wenn man das nicht tut, verlängert man Was den wollen Sie denn Krieg. zugestehen in der Fall? Glauben Sie ihm denn? Glauben Sie seiner Jetzt Unterschrift? habe ich eine Frage, wenn ich. Ich muss noch mal, Sie beharren hartnäckig darauf, dass die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, unsinnig Herr sind. Nein, und Herr Lafontaine, Sie haben. Nur Ihre Blauäugigkeit bei sich zurück. Aber Frau Maischberger will eine Frage ich stellen. wollte. Ich lese gerade im Chat, dass Röttgen den Wehrdienst verweigert hat. Das wäre natürlich was. Andere sollen sterben, aber er selbst, naja, er will nicht mal zur Bundeswehr gehen. Also das ist, ja, es zeigt die Doppelmoral unserer Eliten, glaube ich, sehr gut auf. Ich hätte gerne eine Frage, und zwar, weil Sie Halten einer Sie zurück Frage mit vorher. Blauäugigkeit. Wer blauäugig ist, sollen unsere Zuschauer beurteilen. Ja, ich erlaube Die mir sind ein ziemlich Urteil. gut in Ihrem Wir Urteil. wissen es mittlerweile. Also damals wäre ein Frieden möglich gewesen. Die Ukraine wollte auf Druck des Westens nicht. Und jetzt ist halt ein Frieden nur zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich. Und auch heute weigert sich die Ukraine wirklich jegliche Verhandlungen aufzunehmen. Selenskyj hat per Dekret Verhandlungen mit Putin verboten. Das ist die aktuelle Situation. Ich habe eine Frage vorhin gestellt, wollte gucken, ob wir ohne diese militärische Seite zu einer Lösung kommen. Sie sagen, man muss den Verhandlungen trauen. Möglicherweise gibt es die Verhandlungen, aber nur weil es militärisch gerade da ist, wo es ist. Sie haben eine Frage nicht beantwortet, die wir vorher gestellt haben. Glauben Sie, dass die baltischen Staaten, glauben Sie, dass Polen, wenn sie nicht Mitglied der NATO heute wären, in einer anderen Lage wären, Russland gegenüber? Sie wären sicherlich in einer anderen Lage, weil Wären sie Russland, gefährdeter? genauso wie die NATO, weiß, dass sie jetzt keinen Krieg, also keinen Luftkrieg mit Russland beginnen kann. So, das Genau. heißt,
genauso also weiß, wäre Moment, die Ukraine Russland, ein Teil der... Ich möchte einfach nur mal wissen... Ja, Moment, lassen Sie mich doch mal wirklich mal ausreden. Hätte man versucht, die Ukraine in die NATO zu ziehen, dann hätte es diesen Krieg schon 2008 gegeben. Das kann man, glaube ich, ziemlich klar sagen. Das war damals schon die russische Position. Die Ukraine ist für uns die rote Linie. Die wird niemals in die NATO aufgenommen werden. Und genau das sehen wir jetzt. Russland macht diesbezüglich eine sehr konsistente Politik und es verschärft seine Position immer weiter, entsprechend der Verhandlungsunwilligkeit des Westens. Genauso wäre also Weißrussland natürlich, dass sie nicht jetzt ein NATO-Land angreifen darf. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. So, jetzt bitte Ihre Frage. Ich habe noch eine zweite Frage. Warum hat Russland dann an der Grenze der NATO-Länder, den Baltischen und Polen, die eigenen Atomwaffen stationiert, nämlich in Kaliningrad? Machen die das aus reiner Selbstverteidigung, wenn in diesen Ländern keine Waffen auf Russland gerichtet sind? Russland ist eine imperiale Macht. Ah, doch. Ich habe nie was anderes. Ja, wie die USA. Und Russland ist halt in einer deutlich schwächeren Position als die USA. Entschuldigung, gesagt, ich dachte, Sie haben schon mal meine Rede nicht gehört. Sie haben die falsch angeführt. Imperial. Ja? Bitte? Entschuldigung. Will es werden. Russland ist nicht imperial. Also, Russland ist eine imperiale Macht. Und die USA sind auch eine imperiale Macht, die eben um Kriege um Rohstoff- und Absatzmärkte führen. Und ehe Sie jetzt dann nochmal widersprechen. Amerikaner bedrohen uns nicht mit Nuklearwaffen, aber Russland. Nee, die Amerikaner. Ja, führen uns nur in so wunderbare Wirtschaftskriege, die dann unser Land deindustrialisieren. Das ist viel besser. Natürlich bedrohen die Amerikaner uns nicht, solange wir zum US-Machtblock gehören. Wenn Deutschland morgen sagen würde, wir treten aus der NATO aus, mal schauen, was dann los wäre. Russland tut es. Ja, aber die Amerikaner bedrohen zum Beispiel Russland mit Nuklearwaffen. Nein. Und das. Nein. Ja gut, dann also, hier stellt sich auch noch die Abschreckung in Frage. Ja, die Abschreckung, aber es ist keine Bedrohung. Das ist eine. Wir verteidigen uns nur. Wir richten Nuklearwaffen auf den anderen nur aus. Nuklearwaffen sind immer defensive Waffen. Wenn man die einsetzt, dann wird man vernichtet. Beziehungsweise, wenn man sie gegen den Gegner einsetzt, dann ist der Gegner so dermaßen zerstört, dass es dann auch nichts mehr zu erobern gäbe. Also das ist. Nuklearwaffen dienen immer der Selbstverteidigung, halt um der Gefahr willen, dass es zu einer gegenseitigen Vernichtung kommen kann. Ja, Wladimir Putin. Sie verwickeln sich jetzt so sehr in Widersprüche, lieber Herr Röttgen. Natürlich bedrohen die. So, ganz ehrlich, welchem Fernsehzuschauer das nicht auffällt. Die amerikanischen Nuklearwaffen, die dienen der Selbstverteidigung. Die russischen Nuklearwaffen, die sind eine Bedrohung. Also, wie komplett behämmert muss man eigentlich sein, um so eine Propaganda zu glauben? Amerikaner, Russland und umgekehrt mit ihren Raketen. Wir hatten bislang im Kalten Krieg das Gleichgewicht der Abschreckung. Und das hat dazu geführt, dass Kriege nicht geführt wurden. Das, was sich jetzt geändert hat, auch in dieser Periode, in der wir sind, Auflösung von Ordnung, besteht darin, dass erstens Wladimir Putin Kriege führt. Das gab es im Kalten Krieg nicht. Und die USA Kriege führen. In Europa Kriege führt. Bleiben wir mal da, wo wir leben. In Europa nicht den ersten Krieg führt, Kriege führt. Und in diesem Krieg uns mit dem Einsatz der Nuklearbombe droht. Das ist die Realität heute. Und die geht nicht von den USA aus, sie geht alleine von Putin aus. Auch nicht vom russischen Volk, sondern von Putin und seinem System. Und darum muss unsere Politik sich dagegen richten, dass wir das beenden. Und dann können wir uns ja wieder mit den Amerikanern beschäftigen. Da stimme ich Ihnen zu. Ich bin gegen Angriffskriege, ich bin gegen Drohungen. Und übrigens, ich ohne bin das, gegen die atomare Bewaffnung Zeit meines Lebens nur, ich messe nicht mit zweierlei Maß. Es ist nicht zweierlei Maß. Denn das, was Sie Drohungen nennen, ist der Schutzschirm für uns gegen Russland. Ja. Das ist Ihre Drohung. Ich bleibe bei der Einigkeit, die Sie jetzt zum Schluss hatten, nämlich, dass Sie die gefunden haben. Das ist ein tröstlicher Schluss. Ich muss Sie eine Sache doch noch fragen, Herr Lafontaine, weil Sie so ein langes politisches Leben jetzt gerade abrupt beendet haben. Sie waren Chef der SPD, Sie waren Chef der Linkspartei, das haben Sie gerade hingeschmissen. Mit dem Erfolg, dass im Saarland die Linkspartei auf 2% sein. Können Sie nicht sagen, Sie haben das Amt aufgegeben, können wir nicht eine normale Sprache pflegen? Nee. Ja, ich glaube, das war es jetzt. Jetzt fragt Sie noch was zur Linkspartei. Ich glaube, wir haben es sehr gut geklärt. Röttgen hat schon damals mit seiner Kriegstreiberei völlig Unrecht gehabt. Es ist absolut das Gegenteil von dem passiert, was er uns erzählt hat. Es war eine einzige Katastrophe seitdem. Die ukrainische Position ist heute wesentlich schlechter als noch vor anderthalb Jahren, als diese Talkshow stattfand. Ich glaube, das kann man mittlerweile schon sehr deutlich sagen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Gott, was ist denn?
So. In diesem Sinne würde ich euch auch gleich weiterschicken. Zu einem anderen Kanal. Habt ihr einen guten Kanal, den man raiden kann?